Willkommen zu einer weiteren Folge von Wolfenstein. Scheinbar beginnt jetzt das Spiel erst so richtig. Wir sind hier immer noch in der Nervenheilanstalt, wo jetzt momentan alle Patienten vom Regime getötet wurden. Und scheinbar auch alle Schwestern und Ärzte. Ja, das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack, dass die Texturen und so erst jetzt immer so spät nachgeladen werden. Das war doch am Anfang nicht so krass, oder? Das ist der Ausgang. Motorschloss muss den Ausgang finden. Und Anja. Ich denke, die sollte in den Keller. Ein Verrückter in der Putzbereich! Wer ist hier verrückt? Dreck! Mann, wie viel kommt denn da noch? Da! Ich seh ihn! Er kommt wieder raus. War's das jetzt? Eine Gesundheitsverbesserung. Cool. Drücken wir mal J. Ah, Gold haben wir übersehen einmal. In Kapitel 1. Wir sind jetzt in Kapitel 2. So, was müssen wir momentan alles machen? Schallgedämpfte Pistole. Akimo-Abschüsse, das heißt, wir müssen wieder zwei Waffen wählen. Können wir mal Pistole machen. War da nicht eben noch was?
Oh, oh. Keine Munition für das scheiß Ding. Granate? Bisschen wenig Fahrzeuge für die ganzen Leute, ne? Was? Hä? Wo kommt das Ding auf einmal her? Oh! Ich treffe das Ding einfach nicht. Bevor wir helfen, erstmal alles einsammeln. Jetzt gucke ich mich auch nochmal um. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Alter. Lüb. Ich verstehe bloß nicht, warum das mal so komisch nachlädt. Die Framerate ist auch ganz schön wieder am Boden gerade. Vielleicht sollte ich doch nochmal alles runterschrauben. Brauchst nicht gleich umstöhnen. Sollte Anja finden und von diesem verdammten Ort abhauen. Tesla-Granate. Hätten wir vielleicht mal eher finden sollen. Wow, wieso? Framerate? Warum bist du jetzt so im Keller? Ich werde sie retten. Soldat. Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Hier stimmt William J. Blaskovic. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn?
und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert. Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Ist klar. Sie haben mein Wort. Was ist mit dem Serienmörder geschehen? Marla Wies, 8. Oktober 1960, vor fast 5 Jahren, hörten die Mörder auf, doch die Menschen haben den rücksichtslosen Serienmörder von Marla Wies nicht vergessen. Was trieb diesen Mörder an, unschuldige Männer mit solch kalkulierter und kaltherziger Brutalität zu töten? Mein Gott, heute schwer. Warum konnten die Behörden ihn nicht aufhalten? Wir werfen einen Blick auf die Untersuchung und zeigen, wie die Morde in den Köpfen der Bewohner von Marla Wies noch immer präsent sind. Okay, ich dachte, wir müssen den jetzt ein bisschen foltern. Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Die nehmen wir gleich. Erst erkunde ich noch den Raum zu Ende. Nicht, dass hier noch was Schönes rumliegt. Jetzt kühlt er sich nicht hin, das ist ja auch komisch. Achso, Schublade. Verstehst du nicht? Du verfluchter Irre! Du hast doch keine Chance! Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Okay. Folgenpause, Spitze, bedanke mich. Bis dann.